Guten Morgen. Jeden ersten Samstag im Monat machen wir hier eine Kundgebung zu Krieg und Frieden. Dabei ist das Friedenszentrum und die Friedensfreunde. Heute ist das Hauptthema die Münchner Sicherheitskonferenz. Zur Münchner Sicherheitskonferenz wollte ich ein paar Sachen sagen. Die findet in gut 14 Tagen in München statt. Sie ist eine ganz wichtige Tagung, die seit 1963 schon stattfindet. Eine Tagung von Sicherheitspolitikern, Militärs und Vertretern der Rüstungsindustrie. Dies Ganze findet in München im Bayerischen Hof statt, und zwar vom 15. bis zum 17. Februar. Ausrichter ist eine GmbH, die extra dafür gegründet wurde, nämlich die Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz. Ihr Vorsitzender ist gleichzeitig der Vorsitzende der Konferenz, nämlich Wolfgang Ischinger. Wolfgang Ischinger ist ein Botschafter seines Zeichens, Botschafter und Senior Professor für Politik und Diplomatie, hat sehr große Karriere gemacht, ausgehend von einem Botschaftsposten in USA, berät die Bundesregierung und hat natürlich auch ganz viele Auszeichnungen bekommen. Diese Konferenz ist besonders wichtig. Herr Ischinger hatte erzählt, wir haben noch nie seit dem Ende der Sowjetunion eine so hohe Gefahr einer militärischen Konfrontation von Großmächten gehabt. Und er meint, wir erleben einen Epochenbruch. Seit dem Zerfall der Sowjetunion war die Lage noch nie so gefährlich wie heute. Der thematische Schwerpunkt dieser Konferenz ist dann natürlich auch, sind die Konflikte dieser Welt, die Krisen, die Konfrontation der Großmächte und vor allem auch Europa. Wolfgang Ischinger will Europa als ein einiges Europa darstellen. Entgegen dem Brexit und dem Nationalismus in Europa werden immer zwei auftreten. Deutschland mit Frau von der Leyen und dem Herrn Williamson von Großbritannien, also zwei Verteidigungsminister aus der EU. Ebenso wird Merkel gemeinsam mit Macron auftreten. Was soll diese Konferenz eigentlich bewirken? Sie ist die Möglichkeit für einen Dialog innerhalb der internationalen Sicherheitsgemeinschaft. Sie begreift sich als Konferenz für einen unabhängigen Marktplatz der Idee, auf dem Vorschläge und Lösungen entwickelt werden können. Ziel ist es, die Sicherheitsherausforderungen zu diskutieren. Das heißt, es geht um Krieg und Frieden in der Welt. Aber sie werden auch, die MSC lenkt aber auch die Aufmerksamkeit auf Themen, die noch nicht auf der Agenda stehen. Das heißt, sie wird auch Impulse geben. Zu bedenken ist, dass die Münchner Sicherheitskonferenz einen umfassenden Sicherheitsbegriff beinhaltet, der auch die wirtschaftlichen, ökologischen Dimensionen mit einbezieht. Das Problem ist also die militärisch-industrielle Zusammenarbeit. Die Rüstungslobby, die dort sehr stark vertreten ist, wird damit die Politik bestimmen. Hallo, schönen guten Morgen. Ich möchte aus aktuellem Anlass einige Worte zu der Lage in Venezuela sagen. Die Bundesregierung hat die Demokratie wiederentdeckt. Nein, nicht bei uns, nicht in Saudi-Arabien oder der Türkei oder Ägypten, sondern in Venezuela. Das ist eben so, wenn man eine doppelbödige Moral hat. Es gab einen tollen Spruch, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Der ist nicht von mir, sondern von einem Blogger, von Maskenfall. Der formulierte,
Es wäre doch gut, wenn die Bundesregierung mal eine Faustregel aufstellen würde zu instrumentalisierter Moral im Sinne der Außenpolitik. Und das würde dann so gehen. Wenn eine fremde Regierung nicht zu unserem Einflussgebiet gehört, dann nutze man die Worte Demokratie und Freiheit und versuche sie zu stürzen und zu ihrem Sturz beizutragen. Wenn sie aber zu unserem Einflussgebiet gehört, dann vermeide man diese Worte und nutze stattdessen die Worte Partner oder Stabilität. Und dann schicke man zur Bekräftigung hochwertige Kriegsschiffe oder Panzer, natürlich aus eigener Produktion. Ich fand das sehr treffend. Vielleicht einige Fakten. Es geht ja um den Aufruf der Bundesregierung, der wurde gestern nochmal erneuert, auch das EU-Parlament hat es gemacht, Maduro solle Neuwahlen ausschreiben. Im Mai 2018 wurde Maduro von 67% der Bevölkerung gewählt. Ein Teil der Opposition boykottierte die Wahlen, ein anderer Teil kandidierte, kam aber nicht zum Zug. Die Wahlbeteiligung war, aber darüber müssten wir eigentlich uns auch nicht mokieren, für Venezuela relativ niedrig, nämlich 46%. Internationale Beobachter haben nichts zu beanstanden gehabt und der nicht als linksradikal bekannte Außenminister, der frühere Außenminister von Spanien, hat ganz klar erklärt, dass er das sieht, dass die Venezolanerinnen hätten frei wählen können. Das sehen die USA, die EU und auch einige lateinamerikanische Staaten ganz anders und boykottieren das Land. Und interessanterweise vor allen Dingen auch im Bereich Lebensmitteln und Medikamenten. Ich denke, das zeigt schon so ein bisschen die Stoßrichtung, worum es geht. Sie wollen die vorhandenen Auseinandersetzungen und auch die schlechte Lage im Land nutzen, um im Prinzip wieder mal einen Regime-Change herbeizuführen und unterstützen deswegen den Oppositionspolitiker, der keinerlei Legitimation hat, Gallardo. Seit dem Amtsantritt vor 20 Jahren von Hugo Chavez versucht die USA, dieses Land zu destabilisieren durch verschiedene Putsche und sie versuchen auch jetzt hier einen Bürgerkrieg zu inszenieren. Ich weiß, es gibt gleich noch einen Beitrag, deswegen würde ich das bei diesen Informationen bewenden lassen. Ich möchte schließen mit dem Aufruf, Hände weg von Venezuela, fallen wir denen in den Arm, die dort das Land weiter destabilisieren wollen und fordern wir die Bundesregierung auf, ihre ungerechtfertigte Parteinahme aufzugeben und die legitime Regierung zu unterstützen. Internationale Solidarität ist das Gebot der Stunde. Vielen Dank. Ja, ich möchte ebenfalls etwas zu Venezuela sagen. Was kaum jemand bekannt ist, von 2016 bis 2018 gab es Gespräche zwischen der venezolanischen Regierung und der Opposition. Sie wurden geleitet von Alfred de Zayas, ein US-Amerikaner, der im Auftrag der UNO diese Gespräche zum Frieden führte. 2018 kam sie zu einem Ergebnis nach 2 Jahren intensiven Gesprächen, um den Frieden wiederherzustellen. Dann rief der Oppositionsführer nach den erfolgreichen Verhandlungen im Ausland an und kam zurück und sagte, ich unterschreibe nicht. Der Alfred de Zayas, der Vertreter der UNO, sagte, ja, da waren Leute im Hintergrund, die keinen Frieden wollten, die den Frieden verhindern wollten. Und denen ist die Opposition gefolgt. Diese Nachrichten wurden bei uns nirgends, jedenfalls ich habe sie nirgends gehört vorher. Und ja, so wird bei uns Stimmung gemacht, indem die Nachrichten, die einem nicht gefallen, einfach weggelassen werden. Ich möchte noch mal zur Münchner Sicherheitskonferenz etwas sagen. Die findet in circa 14 Tagen vom 15. bis 17. Februar in München statt, im Hofbräuhaus. Eine große Konferenz von Sicherheitsfachleuten
der ganzen Welt, die dort zusammenkommen. Ich wollte jetzt was zu den Teilnehmern sagen. Die Veranstalter der Münchner Sicherheitskonferenz erwarten in diesem Jahr eine Rekordzahl prominenter Teilnehmer. Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi werden da sein und natürlich der russische Außenminister Lavrov, auch Mike Pence aus den USA. Sie alle kommen zu dem weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik. Wolfgang Ischinger sagte, unter den 500 Gästen seien etwa 40 Staats- und Regierungschefs sowie 100 Minister. Mit der Teilnahme des US-Vizepräsidenten hatte Ischinger zuletzt kaum noch gerechnet. Am Mittwoch gab das Weiße Haus aber bekannt, dass Pence in München eine Rede halten und in bilateralen Gesprächen unter anderem den Wunsch der US-Regierung nach einer gerechteren Lastenverteilung der NATO unterstreichen wollen. Die USA werfen vor allem Deutschland vor, zu wenig für die Verteidigung auszugeben. Interessant ist die deutsche Beteiligung. Der Außenminister Gabriel, wurde extra gesagt, plant an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Es sei nicht zutreffend, dass der Außenminister alle seine Termine abgesagt habe. Ursprünglich hatte Ischinger erklärt, dass der SPD-Chef und vermutlich künftiger Außenminister Martin Schulz an dem Treffen teilnehmen werde. Das wurde aber seitens der Sozialdemokraten dementiert. Die Sicherheitskonferenz gilt bei Kritikern als ein Treffen der Rüstungslobby. Neben all diesen Politikern, die aufgrund der schwierigen Weltlage, aufgrund der großen Gefahr, dass es zu einer Konfrontation der Weltmächte kommt, deswegen kommen so viele internationale Politiker hierher, um die Lage zu besprechen. Daneben kommen aber auch Vertreter der Industrie und vor allen Dingen der Rüstungsindustrie. Diese Rüstungsindustrie, die Lobbyisten, sind jedes Mal dabei und es geht bei der Konferenz darum, welche neuen Waffen angeschafft werden müssen, um für die Sicherheit zu sorgen, die angebliche Sicherheit. Die Kritiker bezeichnen die Sicherheitskonferenz deswegen auch als ein Treffen der Rüstungslobby. Auch in diesem Jahr wird ein linkes Bündnis gegen die Sicherheitskonferenz demonstrieren. Mit rund 4000 angekündigten Teilnehmern werden sie zu einer Kundgebung am Münchner Karlsplatz starten. Dafür werde ich nachher noch was sagen. Gestern hat die USA den INF-Vertrag gekündigt, den Vertrag für das Verbot der Mittelstreckenraketen. Die USA hat das mit der Begründung gemacht, dass Russland den Vertrag nicht einhalten würde. Tatsächlich ist es so, wenn eine Seite behauptet, die andere würde den Vertrag nicht einhalten, dann gibt es ein Verfahren, das zu klären, ob er wirklich verletzt wurde. Und darum hat Russland die USA eingeladen, zu einer Inspektion und zu überprüfen, ob die Vorwürfe der USA wirklich stimmen. Die USA hat sich geweigert, in Russland eine Inspektion der Waffen vorzunehmen. Das heißt, sie haben alleine dadurch, dass sie die Inspektion gar nicht gemacht haben, schon den INF-Vertrag verletzt. Und ich selber kann nicht sagen, ob Russland den INF-Vertrag verletzt. Aber ich weiß, dass die Inspektion nötig gewesen wäre, um diesen Vorwurf überhaupt zu belegen. Und das wurde nicht gemacht. Interessant ist, sind die Vorwürfe der Russen gegenüber der USA. Sie sagen, die Abwehrsysteme
das in Rumänien gebaut wurde und in Polen noch im Aufbau ist, sind baugleich mit Systemen, die die Marine benutzt. Und diese Systeme der Marine können per Software, also per Knopf, von einem Abwehrsystem umgestellt werden auf ein Angriffssystem. Das heißt, diese Systeme in Rumänien und zukünftig in Polen können als Angriffssysteme umgestellt werden. Und das wäre auch ein ENF-Vertragsbruch. Nun kann man dazu sagen, die USA haben ein großes Interesse, statt einem Abwehrsystem ein Angriffssystem zu haben. Denn ihr Verteidigungssystem, was sie doch aufgebaut haben, funktioniert so gut wie gar nicht. Und schon gar nicht funktionierte es gegen die Hyperschallraketen der Russen. Das heißt, ihr System funktioniert im Prinzip nicht. Es kann gar nicht seine Aufgabe erfüllen. Aber es ist ein ordentliches Angriffssystem. Und das ist der Haken, warum die USA den INF-Vertrag kündigen will. Sie haben Angriffssysteme gebaut, denn die Verteidigungssysteme funktionieren ja gar nicht. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mein Name ist Brigitte Kohn-Steingulde. Wir stehen hier jeden Samstag eigentlich mit einer kleinen Gruppe, initiiert von Helmut Kies, nach dem Manifest von Einstein und Russell. Es darf nie wieder Krieg geben, denn jeder Krieg könnte eskalieren und zur Vernichtung der gesamten Menschheit werden. Heute ist das Friedenszentrum hier vertreten und wir haben schon einige Beiträge gehört. Wer sind wir? Unser Aktionsbündnis ist Teil der weltweiten Bewegung für Gerechtigkeit und Frieden. Wir lehnen jede militärische Drohung und jeden Angriffskrieg ab, auch von Staaten außerhalb des westlichen Bündnissystems. Unser Protest richtet sich in erster Linie gegen die Bundesregierung, die sich im Rahmen der NATO an völkerrechtswidrigen Angriffskriegen beteiligt. Mit der NATO wird es keine friedliche, gerechte und solidarische Welt geben. Eine solche Welt ist aber nötig und möglich. Lasst uns gemeinsam dafür aktiv werden. Wir sind gegen Aufrüstung und wollen Abrüstung und setzen uns für den Frieden ein. Und deshalb bitten wir um Ihre Aktivitäten und sich an allen Protesten zu beteiligen. Wir wollen, wie gesagt, für Abrüstung statt Aufrüstung, Kürzung des Militäretats. Im Moment wird genau das Gegenteil getan. Für Solidarität mit Geflüchteten, Fluchtgründe beseitigen und nicht verursachen. Das tut Deutschland, indem es überall hin Waffen liefert. Ja, für eine Welt ohne Militär, somit auch ohne Bundeswehr, gegen Rüstungsexporte, insbesondere an kriegsführende Staaten. Gegen Produktion von Kriegswaffen, sozialverträgliche Umstellung auf die Produktion ziviler Güter, gegen den ständigen Bruch des Völkerrechts, für den Austritt Deutschlands aus der NATO, für die Auflösung aller US- und NATO-Militärstützpunkte und keinen Konfrontationskurs mit Russland. Für soziale Sicherheit, Umweltschutz und Frieden statt Milliarden für Aufrüstung und Frieden. Gegen eine ausbeuterische Handelspolitik, die Kriege, Armut und Flucht verursacht. Wir bitten euch, zur Demonstration zu kommen am 16. Februar in München um 13 Uhr am Stadthaus.
für die vielen Menschen, die hier zuhören, möchte ich gerne noch zwei Worte zur Sicherheitskonferenz sagen. Die Sicherheitskonferenz, die in 14 Tagen in München stattfinden wird, ist eine große internationale Konferenz, im Grunde eine NATO-Konferenz, die um die Fragen Krieg und Frieden verhandeln. Es geht um Sicherheit, das heißt, Sicherheit ist ein Synonym für das Wort Krieg. Das heißt, wie können wir in Europa, in USA, hier im Westen die Sicherheit gewährleisten? Auf der einen Seite ist diese Sicherheitskonferenz eine Plattform, an der Meinungen ausgetauscht werden, auf der geredet wird. Und das ist immer besser, als wenn man nicht miteinander redet. Insofern hat diese Sicherheitskonferenz durchaus ihre guten Seiten. Aber das Problem ist, dass an der Sicherheitskonferenz eben auch die Industrie und die Rüstungslobby teilnehmen. Die Rüstungsindustrie ist sehr interessiert daran, ihre Waffen zu verkaufen. Und es gibt keine bessere Möglichkeit, als es dort auf der Konferenz zu tun. Die Gegner der Sicherheitskonferenz, Brigitte hatte gerade davon erzählt, die werden eine Demonstration in München durchführen und ein Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz wird auch eine kleine Tagung dort durchführen und werden die Argumente dort darlegen. Es gibt 5 gute Gründe für die Demonstration, für die Gegnerschaft. Das einmal, dass die Vertreter der USA und der NATO den Ausstieg aus dem INF-Vertrag bereits angekündigt haben, was ziemlich gefährlich ist, weil damit die Lage neu sich entwickelt und Waffen in Europa neu aufgestellt werden. Die NATO hat der zweite gute Grund für die Gegnerschaft zur Sicherheitskonferenz, für die Demonstration, ist die gefährliche Waffenbrüderschaft von Banken und Rüstungskonzernen. Finanzkonzerne befeuern Kriege und arbeiten mit Konzernen zusammen, die tief in das Geschäft mit Atomwaffen verstrickt sind. Laut einer Umfrage der Verbraucherzentrale Bremen sagen 76% der Befragten, dass Investitionen in die Bereiche Rüstung und Waffen verboten werden sollen. Die Realität sieht aber anders aus. Die Hypo-Vereinsbank, die Deutsche Bank, die Commerzbank sind mit Milliardengeschäften an der Rüstung beteiligt. Es ist sehr erschreckend, dass sie an diesen Sachen verdienen. Sie verdienen quasi an der Vorbereitung des Krieges. Ein dritter Grund für die Gegnerschaft, gegen die SIPO zu demonstrieren, ist die Rüstungsexportpolitik. Die Friedensbewegung und die Kirchen verurteilen die Waffenexporte zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Wir verurteilen Waffenexporte in die Kriegsgebiete. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Da gibt es eine Klausel, die das verbietet. Aber diese Klausel wird ständig umgangen. Ja, und dann geht es natürlich wieder noch um Flüchtlinge und darum, dass die Flüchtlinge abgeschoben werden in Länder, in denen eigentlich überhaupt noch kein Frieden herrscht. Ich sage erstmal herzlichen Dank. Die nächste Friedenskundgebung wird stattfinden am 30.03. zum Thema NATO. Sie werden da mit Sicherheit auch wieder etwas über die Sicherheitskonferenz in München hören. Ich hoffe, ich habe Ihr Bewusstsein ein bisschen in die Richtung geschoben. Die Presse wird ja reichlich berichten. Schauen Sie sich das an und bedenken Sie immer, dass das Ganze auch eine Kehrseite hat. Die
Industrie spielt dort eine große Rolle und beeinflusst die Politik. Für heute sage ich Tschüss. Wir kommen wieder in 4 Wochen. Dankeschön. Wir beenden heute unsere Demo. Das war eben das Friedenszentrum, die einmal im Monat hier sind und ein bestimmtes Thema ansprechen. Wir von unserer Kleingruppe Einstein, nach dem Manifest von Einstein und Russell, sind nächsten Samstag wieder hier und informieren Sie und hoffen, Ihr Interesse zu wecken. Für heute, auch bei dem tollen Wetter, toll in Mädchen, ist hier die Demo beendet. Vielen Dank. Wer noch Näheres wissen will zur Frage Burggasse, jetzt, ne, das geht ja auch immer noch durch die Presse durch, da können Sie hier auch unterschreiben am Infostand. Dann haben wir die Aktivität, die neue Aktivitäten der Jugendlichen. Jeden Freitag Schülerstreik für das Klima. 2/3 oder 3/4 der Bevölkerung finden das gut, dass die Jugend sich engagiert für ihre Zukunft, denn es ist ihre Welt, die sie zu übernehmen hat. Und da haben wir auch in Braunschweig hier einiges, was in Richtung Klima und Bäume und Natur frevelhaft läuft. Zum Beispiel, dass jetzt im Naturgebiet, im Naturschutzgebiet Rautheim die Bäume schnell noch gefällt werden, bevor sie unter Schutz gestellt sind. Das, sowas geht natürlich gar nicht. Aber das sind alles nicht Aliens, die das machen, sondern das sind unsere Altvorderen. Es sind teilweise, das habe ich gestern den Jugendlichen auch gesagt, es sind ihre Eltern. Und trotzdem, viele haben da natürlich ein schlechtes Gewissen. Man freut sich, dass die Jugendlichen auf die Straße gehen für ihre Zukunft. Gleichzeitig fällt man sich aber als Erwachsener und Ausgewachsener und ältere Generation zurück und hat bestenfalls ein schlechtes Gewissen. Ja, die Jugendlichen sind insofern das schlechte Gewissen der jetzt Lebenden und derjenigen, die Geschäfte machen, weiterleben wie bisher mit schlechtem Gewissen, aber es geht immer so weiter. Für die Jugendlichen eine traurige Entwicklung. Positiv ist, dass sie merken, dass sie sich engagieren müssen, dass sie jeden Freitag vor dem Rathaus auflaufen, so auch gestern. Sie durften dann auch in eine Sitzung mit rein. Alle Parteien haben sich beeilt zu sagen, ja, wie toll sie das finden, dass die Jugendlichen da was machen. Dann sagt die Jugendlichen, ja, aber wir sind auch für die Bäume und dass wir nicht wollen, dass Bäume einfach abgehackt werden, weil sie nicht schön genug sind. Was ist das für eine Achtung vor der Natur? Dazu haben dann alle Parteien geschwiegen, weil sie haben ihre eigene Verantwortung, dass sie gerade das beschlossen haben, die Bäume auszutauschen, wie Wegwerfartikel, Bäume als Wegwerfartikel. Das hat aber keiner gewagt, den Jugendlichen ins Gesicht zu sagen. Traurig, traurig, aber anders geht's nicht. Wir müssen konfrontieren, so wie die Jugendliche, die damit angefangen hat, den Schulstreik zu organisieren, wie die gesagt hat, wir werden euch eure schönen Bilder, die ihr meint, hier malen zu müssen mit Konsum, wegnehmen. Wir werden euch konfrontieren. Wir, die jüngere Generation, werden euch, unsere Eltern, die ältere Generation, konfrontieren. Soweit. Heute, wer noch Informationen braucht, gerne hier am Informationsstand der Bürgerinitiativen.